Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Today. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson, und wir sind vor den trauernden Quellen oder den zerrütteten Untiefen. Weiß ich jetzt nicht, was es ist. Ja. Es wird eins von denen hier sein. Eins von den beiden. So, und wir gehen jetzt hier rein. Wird dann für heute auch die letzte Folge sein. Also nicht für ewig, aber für heute die letzte Folge sein. Denn ich habe heute vier Folgen, oder das ist jetzt die vierte Folge, die ich aufnehme. Und dann reicht's erstmal. Denn ich möchte auch noch ein bisschen privat spielen. Ihr wisst, was ich meine. So, wir gucken hier mal ein bisschen rum. Soll es hier irgendwas geben? Ach, hier ein Buch. Die Bücher werde ich jetzt nicht im Detail alle vorlesen, denn das wird zu viel. Auf dieser Rüstung prangen die Abzeichen eines Marineleutnants des Dominions. Seine Leiche ist über und über mit Blut bedeckt, als hätte er viele kleine Schnittwunden erlitten. Das verschmierte Blut ist mit grünlichem Schaum vermischt. Die Schnitte am Körper des Leutnants bilden ein seltsames, aber klar erkennbares Muster. Sein Blut wurde auf die unverletzten Teile der Haut geschmiert und soll und so wellenartige Symbole zu malen, die genaue Todesursache Achso, die genaue Todesursache ist unklar. Okay. Ist das schon gewesen oder was? Scheint so, als ob es das schon war. Ach, da steht hier jetzt die Dame. Feldwebel Firion. Wie sich gezeigt hat, war es mein Trupp, der mich gefunden hat. Habt ihr schon mal eine Karriere als Seesoldat des Dominions in Betracht gezogen? Ihr würdet einen guten Späher abgeben. Mein Trupp sagte, ihr habt nach Leutnant Gelin gesucht. Habt ihr ihn gefunden? Ich habe seine Leiche in der Höhle gefunden. Jemand hat ihn getötet. Was meint ihr? Es sah so aus, als wäre er bei einer Art Ritual umgebracht worden. Erst zieht wie aus dem Nichts ein Orkan auf und vernichtet unsere Flotte. Dann wird ein tüchtiger Seesoldat des Dominions gefangen und zu Tode gefoltert? Was war sonst noch in der Höhle? Jede Menge Knochen, Kerzen und Schlangen und außerdem noch Holzpfähle. Irgendeine Art Opferung? Das ist zu viel für meinen Trupp. Wir brauchen Verstärkung. Nistel hat in der Nähe ein gestrandetes Schiff entdeckt. Es scheint weitestgehend unversehrt und sie hat Seeleute des Dominions an Bord erspäht. Was werdet ihr machen? Wir müssen unsere Kräfte bündeln und denjenigen finden, der Leutnant Gelin ermordet hat. Mein Trupp und ich müssen seine Leiche aus dieser verdammten Höhle herausschaffen. Würdet ihr die Seeleute auf diesem gestrandeten Schiff warnen? Sie müssen wissen, dass es nicht sicher ist, hier durch die Gegend zu wandern. Ich werde sie warnen. Natürlich werde ich sie warnen. Wartet! Nehmt das hier. Ich habe etwas Leuchtsaft gefunden, während ich nach meinem Trupp gesucht habe. Aber ihnen geht es ja schon besser. An den Geschmack werdet ihr euch gewöhnen. Wir kommen bald nach. Passt auf euch auf.
Siehst du, weil wir den Leuten geholfen haben und den Leuchtsaft direkt gegeben haben, haben wir jetzt von ihr den Leuchtsaft bekommen und das war der Vorteil daran. Könnt ihr mal sehen. Vagabund wird schwimmen, aber mehr kann ich nicht versprechen. So, wir sind da mit dem Typen quatschen. Es gefällt mir, dass hier ziemlich viele Gadget unterwegs sind. Kashid. Da wir selbst einer sind. Das macht die Story doch schon ein bisschen. Ihr seid keine schlüpfrige Seewiper oder ein faulmündiger Schiffbrüchiger. Erklärt euer Anliegen der Mannschaft der Vagabund. Der Orkan hat Hunderte von Seesoldaten getötet. Was spielt es da für eine Rolle, wenn einer von ihnen in einer Höhle starb? Oh. Nun, bis sie wieder seetüchtig ist, ist die Vagabund wie ein Huhn im Wolfsbau. Vielleicht können eure Seesoldaten ja beweisen, dass sie nicht nur Frachtstücke auf zwei Beinen in schimmernder Rüstung sind. Wenn sie mit anpacken, denke ich über Verstärkung für sie nach. Sind sie dazu bereit oder haben sie nur eine große Klappe? Und ich bin sicher, dass sie genauso nützlich wie im Orkan sein werden. Falls sie das Gegenteil beweisen möchten, sind sie herzlich dazu eingeladen, zur Abwechslung etwas Ordentliches zu arbeiten und die Lecks im Laderaum der Vagabund zu flicken. Vielleicht finden sie irgendwo in den ganzen Wracks hier einen Ersatz für das Steuerrad. Oh, und unser Sonnensichter. Er muss über Bord gefallen sein, als wir gestrandet sind. Unser Ausguck sah, wie diese skingfingerigen Piraten damit abgehauen sind. Ihr werdet den Sonnensichter zurückholen müssen, koste es, was es wolle. Reden ist immer leichter, als kräftig anzupacken. Schon klar. Nun, fragt. Seepocken am Arsch. Sie sind alle Meereselfen. Marormer nennen sie sich. Nichts weiter als Piraten, wenn ihr mich fragt. Manche sagen, sie hätten eine besondere Verbindung zum Element des Wassers selbst. Doch das ist eine Lüge. Jeder kann Wettermagie lernen wie sie. Kapitän Jemila verwendet ihn zum Navigieren. Ich könnte euch lang und breit erklären, wie die Sonne und die Sterne die genaue Position des Schiffs anzeigen. Aber das ist alles völlig einerlei, solange die Seewipern ihn haben. Der Stolz der Langküste. Wir werden weiter für das Dominion segeln, solange sie uns dafür bezahlen, feindliche Schiffe auszurauben. Jone und Jode, lasst das bloß nicht den Kapitän hören. Piraten rauben und plündern nur für sich selbst. Wir sind Freibeuter, was bedeutet, dass wir das Gleiche für jeden machen, der uns dafür bezahlt. Ein entscheidender Unterschied. Ja, das ist wohl wahr. Das sind so die Robin Hoods der Meere, sozusagen. Kapitän Jemila hat vor ein paar Jahren das Kommando über die Vagabund übernommen. Sie ist schlau, gerissen und mordsgefährlich, wenn man sie ärgert. Sie hat auch mehr Glück als jeder andere, dem ich je gedient habe. Jedes Schiff in der Flotte wurde an den Küsten von Kenartis Rast in 1000 Stücke zerschlagen. Jedes Schiff... Bis auf die Vagabund. Ja, scheint ein fähiger Kapitän zu sein, wenn sie das hingekriegt hat. So. Alles klar. Dies sind keine Seeleute des Dominions. Sie sind Freibeuter. Was für ein Glück. Wir werden dieser alten Seekatze zeigen, was die Seesoldaten des Dominions alles zustande bringen können. Edelas ist der beste Spürhund im ganzen Regiment.
Wenn ihr möchtet, schicke ich ihn raus, um nach einem neuen Steuerrad zu suchen. Wie ihr wollt. Gibt es sonst noch etwas, das wir tun können? Onglorn ist unser bester Spurenleser. Er kann den Sonnensichter schnell zurückholen. Wie ihr wollt. Was muss sonst noch getan werden? Nun gut. Ich weiß zu schätzen, was ihr für uns getan habt. Wir werden die Vagabund beschützen, während ihr euch um den Rest kümmert. So, wir machen alles selber. So, das haben wir schon. Es ging ja ruckzuck. Eisenhaube haben wir gefunden. Ach, guck mal, da ist eine Scherbe. Ausschwärmen! Die nehmen wir direkt mit. Steuerrad. So. Sollte erstmal alles gewesen sein. Bisschen übertrieben mit den Krabben, finde ich. So, wir haben da auch noch eine weiße Quest. Wo würden die angezeigt? Ach, die ist ja ganz hinten. Das ist die andere Quest. So, okay. Gehen wir mal hier rein. Müssen wir auch noch irgendwas reparieren. Die Regale sind immer gut. Klauen will ich jetzt nicht unbedingt was. Ah, hier. Flicken. So, hätten wir das alles? Sollte alles gewesen sein. Klaue ich mir natürlich, den könnte man gut gebrauchen. Den Eisenkürass.
So, warte mal. Achso, den müssen wir erstmal schieben hier. So, sehen wir ein bisschen ordentlicher aus. Zwar nicht so, wie ich es mir erhoffe, aber egal. Das passt erstmal soweit. So, gehen wir wieder raus. Ich glaube, hier haben wir unseren Soll getan. Gehen wir mal zu dem Typen hin. Das ging schnell. Gut, es gibt Platz auf der Vagabund für eure Seesoldatenfreunde, solange sie für ihre Mahlzeiten arbeiten. Ich sagte, ich würde darüber nachdenken. Kapitän Jemila ist die Einzige, die diese Entscheidung treffen kann. Etwas, das ihr gerne hören werdet. Ihr habt die Vagabund gerade wieder seetüchtig gemacht. Und Kapitän Jemila begleicht immer ihre Schulden. Geht und sprecht mit ihr. Sie weiß nur, wenn sie einen guten Grund dazu hat. So, okay. Ich brauche noch mehr Vorräte. Labern mal mit der Alten. Ist die hier oben? Ja, natürlich ist sie hier oben. Natürlich stehen hier ein Haufen Leute rum. Dank unserer Bemühungen kann die Vagabund die Segel setzen, sobald die Flut kommt. Diese Seesoldaten haben auch ihren Teil geleistet. Ich habe keine Verstärkung, aber ich biete etwas Besseres. Ich weiß, wer die Soldaten des Dominions tötet. Und ich weiß, wie man das beendet. Unser Ausguck hat gesehen, wie die Seewipern einen Seesoldaten des Dominions in eine Höhle gezerrt haben. Später hat er gesehen, wie eure Freunde die Leiche des Seesoldaten geborgen haben. Wenn wir nicht so knapp besetzt wären, hätte ich seine Rettung befohlen. Aber drei Leute aus meiner eigenen Mannschaft werden vermisst. Bevor wir die Gefahr erkannten, habe ich meine Mannschaft losgeschickt, die Untiefen nach Brauchbarem abzusuchen, mit dem wir die Vagabund reparieren können. Wir dachten schon, sie wären verschwunden, aber eine ist gerade eben wiedergekommen. Und sie erzählt eine grässliche Geschichte. Die Seewipern sind passiert. Jetzt braut sich ein neuer Sturm zusammen und ich fürchte, dass sie der Grund dafür sind. Mastengewe erholt sich unten, hört selbst, was sie zu sagen hat. Okay, gehen wir mal zu Mastengwe. Die Seewipern sind verrückt. Sie versuchen noch einen Orkan zu erschaffen. Sur, Wirkwild und ich haben nach einem Ersatz für das Steuerrad gesucht, als die Seewipern uns überfielen. Sie haben uns auf die Insel mit dem gestrandeten Flaggschiff des Dominions gebracht. Sie haben Dinge dort getrieben. Schreckliche Dinge. Diese dreckigen Maorma haben meine Kameraden hochgeschleppt und an diese schlangenförmigen Statuen gebunden. Dann haben sie zu singen angefangen und wurden von Blitzen umzuckt. Genau dann begann sich der Sturm, um die Insel herum zusammenzubrauen. Ja, ich bin mir da sicher. Es war ein schrecklicher Anblick. Die Seewipern waren so mit ihrem Ritual beschäftigt, dass ich mich befreien konnte. Ich habe versucht, mir Sur zu schnappen, aber der Blitz hat ihn festgehalten. Dann hat einer der Seewipern an ihm gezerrt. Ich sah das Handgelenk des Maorma aufleuchten. Die Maorma trugen Magnetsteine um ihre Handgelenke. Damit konnten sie diese Blitzfesseln ignorieren. Aber ich konnte nichts mehr tun. Deshalb bin ich vom Schiff gesprungen und davongeschwommen. Bitte lasst nicht zu, dass sie meine Kameraden opfern.
Okay. Gut. Hätten wir das jetzt soweit, glaube ich. Das mal rein, wie krass das aussieht. Nicht schlecht. Ein riesen Orkan. Ach, da knackt gerade einer ein Schloss. Bei allen kommen wir da selber hin. Ach, scheiße. Hat uns nichts übrig gelassen. So, okay. Wäre vom Vorteil, wenn ich blocken würde. So, wir gucken uns hier natürlich etwas gründlicher um. Zitrone brauchen wir nicht. Eisenerz nehmen wir mit. Natürlich.